mein Gott, kommt echt nichts Gescheites in der Glotze. Ach komm, zock mal eine Runde. Ja, Leute, und damit willkommen zurück zu Silent Hill 4, The Room. Ja, beim letzten Mal ist uns wieder einer weggestorben. Jasper Gain ist vor unseren Augen in Flammen aufgegangen. Und das Loch im Badezimmer führte uns in eine neue Welt. Eine Wassergefängniswelt. Und es fiel ein Name. Walter Sullivan. Noch wissen wir nichts darüber. Also jedenfalls nicht sonderlich viel. Außer, dass es wohl mal eine Mordserie dazu gab. Zu diesem Namen. Ja. Aber mehr noch nicht. So, aber jetzt hat... Machen wir mal weiter hier und sehen uns erstmal diesen Zettel hier an, den man uns hier unter der Tür durchgeschoben hat. Der fetzenrotes Papier. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass mein Leben in ernster Gefahr ist. Ich habe in meinem Leben viel durchgemacht, aber ich habe noch nie diese reine animalische Angst verspürt. Für den Fall, dass mir etwas geschehen sollte, schreibe ich alles auf, was ich herausgefunden habe, und hinterlasse es denjenigen, der nach mir hier wohnt. Ich untersuche einen Massenmord, bei dem vor 7 Jahren 10 Menschen in 10 Tagen auf verschiedene Weise getötet wurden. Gemeinsam hatten sie jedoch, dass in jede Leiche eine der folgenden Zahlen in der Reihenfolge ihres Todes eingeritzt war. 01121, 02121, 0312, ja, und so weiter bis zur 10. Der Name des Killers, er war auch eingeritzt. Sein Name war Walter Sullivan. Okay, 10 Morde hat der Kerl also begangen, bisher. Wir haben nur kurz eine abgehackte Radiomeldung gehört. Im letzten Part, von wegen... dass Jaspers Tod an die Walter Sullivan-Mordserie erinnert. Jetzt wissen wir also ein bisschen mehr. Walter ist also wieder aktiv, hä? Moment mal, jetzt haben wir das hier durchgeschoben hat. Ist da vielleicht noch was zu sehen? Der Hausmeister patrouilliert. Okay. Und der hat scheinbar ein besonderes Augenmerk auf diese Wohnung. Eindeutig. Ich möchte nicht wissen, was der dort draußen treibt, als... naja... immer wieder am Guckloch vorbeigehen. Scheint er ansonsten wenig Lust zu sein im Wohnblock, wenn er dafür Zeit hat. Aha. Ja gut. Ach komm, wenn wir schon dabei sind... dann schauen wir auch mal zu Eileen rüber. Die ist aber scheinbar nicht da. Okay. Dann halt nicht. Gut. Halt, Moment. Bevor ich weitergehe, muss ich unbedingt noch was erledigen. Und zwar, zum einen kann das mal weg und das kaputte Eisen kann weg. Nehmen wir als Ausgleich mal eine andere Waffe wieder mit. Das Eisenrohr darf man wieder ran. So. Jetzt aber wieder weiter im Text. Das Wassergefängnis wartet schon.
Gut, dort haben wir ja im, ja, quasi Keller oder Generatorraum, je nachdem. Jedenfalls ganz unten haben wir aufgehört und ja, wir müssen die ganze Anlage hier wieder mit Strom versorgen. Und dafür müssen wir natürlich ganz hoch aufs Dach klettern und dort die Schleuse aktivieren. Komm, vor euch recht, das Eisenrohr. Ich will mir nicht, dass mir der Golfschläger jetzt an so kleinen Schmeißfliegen zerbricht. Nö, 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 muss nicht sein. So. Na, da kommen sie. Schnell, Henry, beeil dich. So, wieder hier. Schön Kreisgang mit der ach so unheimlichen Soundkulisse. Aber diesmal werden wir hier einfach abkürzen. Ja, ihr seht, hier ist eine Tür und links und rechts davon sind Leitern. So will ich raus. Ja, damit können wir eigentlich den ganzen Rundgang hier komplett skippen. Und hier sind wir wieder ganz oben. Habe ich gewusst, aber da ich die Karte auch mal komplett abgehen will oder wollte, ja, bin ich den Gang einfach mal jetzt hier auch außen rum. Und hier ist eh zu, okay. Dann hat sich das hier auch erledigt. Das wusste ich aber nicht mehr. So. Ah, die Soundkulisse ist einfach nur so. Gut. Und wir sind im Freien, wie es aussieht. Und yay, ich habe meinen neuen Kreisgang. Diesmal nach oben. Auch hier können wir abkürzen, indem wir hier nur kurz aufs Vordach steigen. Naja, Aussicht ist nicht gerade wirklich gegeben. Man könnte meinen, der ganze Turm steht im Wasser, wenn man so mal sich das da unten so anschaut. Aber da kann auch der Nebel täuschen. Ihr seht, so wirklich, ja. Aufgedeckt ist sie gerade deswegen nicht. Darum gehe ich mal wieder runter. Denn es könnte durchaus sein, dass wir damit jetzt halt hier einen Eingang geskippt haben. Will ich nicht. Okay, da hängen Motten, aber die werden nicht aktiv. Soll mir auch recht sein. Ja, okay. Dann hat sich die Frage auch erledigt. Gut, dann mal rein in eine gute Stube. Ja, wir sind jetzt über dem Anfangsbereich, kann man sagen. Ja, dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Ja, hier sind jedenfalls ein paar eklige Würmer auf dem Gang. Die kann man ja recht gemütlich umhauen. Ah, da klatschen so voll die dicken Maden von der Decke. Voll eklig. Mal gucken, ob wir hier vielleicht auch noch eine lebende Seele treffen. Ein Stockwerk tiefer ist ja einer gefangen und bettelt. Oh, lasst mich raus. Walter wird kommen. Mich töten. Oh. Passt schon. Die ist aber auch zu. Die auch. Da kommen wir rein. Sehr schön. Und wieder eine dieser verschimmelten Zellen. Und wieder geht da hinten hinter dem Guckloch einer um und beobachtet uns. Oh. Da ist er umgedreht, hat uns bemerkt.
Aber gut, solange nichts weiter macht, soll's uns recht sein. Ein Tagebuch. Ich habe das Guckloch des Überwachungsraums die ganze Zeit beobachtet und manchmal ist er da. Ich weiß es, weil ich manchmal einen Schatten sehe oder Schritte höre. Er ist da. Und ihm ist langweilig. Ah, wer ist das? Ist das Walter oder... Ja, man weiß ja nie, wer sich noch alles in diese komische Welt hier verirrt hat. Aber hier ist nochmal Graffiti. Sieht nicht so aus, als hätte es ein Erwachsener geschrieben. Bohre nie in meiner Nase. Ja, schöner Vorsatz. Die Flasche ist mit schwarzem Pulver gefüllt. Okay. Ach, die Geräuschkulisse hier. Da meint man echt... Ich habe echt kurz gedacht, ich hört man ein leichtes Knurren im Hintergrund, aber nö. Mich wohl verhört. Ah, noch eine Tür und wir sind durch. Hier. Ah. Ekligen Schleimis hier. Okay, wie das Blut am Boden. Mein Freund, was hast du hier getrieben? Ein Stück Papier, auf dem etwas steht. Es sieht immer noch wie Kinderschrift aus. Ich habe in die Hose gepinkelt. Ich muss sie waschen, damit es niemand merkt. Oh, da war gerade ein Schatten. Ich glaube, jemand hat mich gesehen. Die Geräusche von da drüben, ich finde sie höchst seltsam. Ich verdrück mich. Ja, ich finde mal, ekliger geht's kaum noch. Sieh dich. Ich gehe mal wieder. Ja. Die Kinder hier haben es wohl echt nicht leicht. Würde ich mal sagen. Okay. Jetzt wollen die Fliegen hier eins aufs Maul. Könnt ihr gerne haben. Nur zwei? Ich hätte mit mehr gerechnet. Okay, alles gut. Und das nächste Stockwerk. Ja, bleibt natürlich die Frage, warum wurden hier Kinder eingesperrt? Warum? Wieso? Weshalb? Was ist das für ein Ort? Immer noch Kinderschrift. Ich habe keine Kleider an. Ja, da liegen sie. Hier liegen Kleidungsstücke herum. Suppi. Man könnte das wohl so interpretieren, dass die Kinder hier drin leicht durchgedreht sind. Was ich sogar auch für verständlich halte. Ich meine, so, wenn man sich vorstellt, gut, Henry ist in seiner eigenen Wohnung gefangen, jetzt seit 5 Tagen insgesamt. Aber das ist ja noch relativ, ja, humane Umgebung eingesperrt zu sein. Aber guckt euch mal so ein Loch hier an. Wie würdet ihr euch da fühlen? Graffiti. Ich bin ein genialer Junge und ich habe das Rätsel des Überwachungsraums gelöst. Licht und Wasser. Da liegst du sogar echt sehr nah dran, Junge. Allerdings musst du erstmal aufs Dach kommen, um das Wasser anzuschmeißen, damit hier Licht ist.
Nee, mehr gibt's hier leider nicht. Gott, ey, aber... Wenn man sich bedenkt, hier draußen brennen die Lampen, aber in den Zellen ist alles dunkel. Die Kinder müssen die ganze Zeit so im Halbdunkeln leben. Das einzige Licht, was sie kriegen, ist das durch das Guckloch da. Dazu noch die Schritte, die Beobachtung. Ja, vielleicht noch verschimmeltes Essen dazu und... Und hier ist ein Loch. Okay. Moment, haben wir die Runde schon gedreht? Nein, bei weitem nicht. Das Loch heben wir uns mal kurz auf. Oh. Wer bist denn du? Komm, mein lieber Doppelkopf, leg dich hin. Du hältst eine ganze Menge aus, weißt du das? Wie die Hände zucken. Schnell den Gnadenstoß geben. Habe ich jetzt eine Tür übersprungen? Nein, habe ich nicht. Gut. Yay, neuer Gegnertyp. Ja, Doppelkopf, Double Head. Trifft ja sehr gut. Noch ein Loch. Und Blut auf dem Bett. Okay. Merken wir uns einfach mal kurz. Und hier ist wieder nichts. Ein Stück Papier. Jetzt sieht's aus, als würde ich schlafen. Waren das Schritte? Ob sie mich gesehen haben? Ach, wollte sich da jemand rausschleichen und hat deswegen hier das Zeug so präpariert? Okay. Aber ich muss sagen, dein Bild hier hat einen leichten Makel, und zwar fehlt dir der Kopf, oder so. Drüben kommt schon der nächste Double Head. Und... Oh, hier sind Gegner drin. Warum auch nicht? Gib mir mal den da. Ich hätte gern die Munition. Natürlich. Ihr habt eine Reichweite, das glaubt man gar nicht. Nö, ist mir zu blöd hier. Ich gehe wieder. Da hau ich lieber dich um. Okay, die Golfschläge haben nicht gerade lang ausgehalten. So, und jetzt verpfeift dich. Ja. Das nächste Loch. Gut, noch eine Tür und wir sind drum. Ja, wisst ihr noch, was die geschrieben haben? Die Löcher hier sind wohl die genannten Leichenrutschen, die man hier vor den Kindern versteckt hat. Müssen wir doch direkt mal gucken, wo uns diese Rutschen hinführen. Okay, Henry will lieber den anvisieren. Anstatt den. Sollen wir auch recht sein. Und dich noch. Ein Tagebuch. Okay, diesmal was Größeres. Gestern gab's Rindereintopf. In der Cafeteria habe ich gehört, dass hinter der Küche ein Todesraum ist. Und sie nehmen Fleisch direkt von den Toten und kochen es. Das hat mir wirklich Angst gemacht. Ja, und bestimmt auch einen Appetit verdorben, ne? Okay, und wieder hören wir von diesem Todesraum. Und noch ein Tagebuch. Ich bin in Schwierigkeiten. Ich stand vor dem Überwachungsraum und hab geschrien, so laut ich konnte. Aber es kam niemand heraus. Okay, warum hast du das getan? Wenn du schon mal draußen warst und von dem Überwachungsraum standest, wäre es dann nicht besser, irgendwie Fluchtweg zu suchen oder so?
Gut, aber jetzt lass uns mal gucken, wo die Löcher hinführen. Wir haben hier drei Löcher zur Wahl. Und siehe da, sie führen alle in Räume, wo darunter nichts ist. Okay. Aber wisst ihr was? Ich spare mir das mal nochmal kurz auf. Ich möchte erst diesen Turm hier fertig machen. Äußerst interessante Kameraansicht, muss ich schon sagen. Yay, ich bin nichts fallen lassen. Guten Flug. So, jetzt schnell abhauen, bevor die wiederkommen. Gut, wir sind scheinbar ganz oben angekommen. Hey. Henry, nicht an der Leiter hängen. Ich will da durch. Ja. Willkommen auf dem Dach. Ja, die Tür geht nicht auf. Sie ist von innen verschlossen. Gut, dann muss das besagte Ventil ja schon zwangsweise woanders sein. Probieren wir so lange das hier. Gut, wir haben Wasser. Damit sollte laut der Notiz von vorhin auch das Licht in den Zellen da wieder funktionieren. Okay. Ach komm. Wir skippen einfach mal so eine Etage. So, jetzt haben wir hier drei Löcher zur Wahl. Welches darf denn sein? Ich bin spontan mehr für die rechte Seite. Ein zweiter noch. Ah, sehr schön. Endlich sieht man hier drin noch mal was. Nun denn, benutzen wir die Leichenrutschen. Yay! Mal ehrlich, tut es nicht weh, wenn man so eine Etage tiefer springt? Muss auch auf die Knie gehen. Gut, und wir kommen hier definitiv nicht raus. Okay, noch eins tiefer. Okay. Ah ja. Da habe ich wohl direkt eine Niete erwischt. Ich hätte noch eine Etage tiefer gucken müssen. Aber wisst ihr was? Ich werde trotzdem mal alle Löcher mitnehmen, denn man weiß ja nie, was sich in diesen Zwischenräumen so alles befindet. Ausgang. Wo bist du? Okay. Ich renne natürlich einmal den langen Weg. Warum auch nicht? Da. Die Tür. Und weil es so schön war, wieder hoch. Das olle Gewürm wieder da. Und ich bin sogar noch eins zu tief. Ich hält. Gut. Dann müssen wir mal gucken. Dann nehmen wir die hintere Tür. Alles klar.
Ach ja. Gut, jetzt fließt ja auch das Wasser durch die Leitungen. Okay. Mann, 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 diese Anlage hier zu sanieren und in Stand zu halten, bestimmt nicht ganz billig. Das dürfte unser Loch sein. Führt uns dahin und führt uns hier wieder raus. Okay. Dann sind wir alle optionalen Wege abgegangen. Geronimo! So. Ach, schade. Kein Graffiti, kein Item, kein gar nichts. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber mal gucken. Wir haben ja noch einen Weg vor uns. Bevor ich jetzt hier wieder... Doch, ja, der Weg passt. Badam, jetzt müssen wir schneller draußen. Da lang. Ich muss bei diesen Szenen, wo Henry da sich gemütlich runterschwingt, immer an Silent Hill 2 denken. Ja, James hatte genauso ein Bedürfnis, jedes Loch mitzunehmen. Auch wenn der Boden nicht unbedingt gerade zu sehen war. Ja gut, in den meisten Fällen ist sogar ungewiss, wo James hinspringt. Aber Henry hat zumindest eine Ahnung. Leichenrutschen führt eine Etage tiefer. Ich bin lieber auf Nummer sicher. Ja, das dürfte das richtige Zimmer sein. Nun denn. Und noch einmal. Ja, würde ich auch nie machen. So ein Loch mitnehmen. Gut, jetzt sind wir im Erdgeschoss. Und haben wir ein weiteres Loch, das uns noch tiefer führt. Nein. Oder? Ach komm. Das nehmen wir noch mit hier. Ja, auf. Uah, in den Keller, würde ich sagen. Alter. Das ist ja nicht ein Empfangskomitee. Ist ja gut, ist ja gut. Was lasst mich hier raus? Wow. Shower Room. Okay. Und gegenüber? Ist zu. Von innen verschlossen. Aber wie sollen wir denn da reinkommen? Die Löcher führen uns ja nur hierhin. Aber hier haben wir wohl den Überwachungsraum im Zentrum gefunden. Aber jetzt halt wirklich, was es hier gibt, sehen wir erst beim nächsten Mal. Bis dann.